Hallo, mein Name ist Beatrice und ich freue mich sehr, dass du wieder meine Stimmwerkstatt besuchst. Du wirst heute etwas erfahren, wie du Freude in deine Stimme bringst oder andersrum, wie deine Stimme freudvoll erklingt. Wie schaffst du das? Ganz einfach eigentlich, du musst nur Freude empfinden. Aber so einfach ist das nicht immer, ne? Also manchmal ist man sehr verärgert, manchmal hat man schlechte Laune, manchmal läuft einem gerade was schief und dann ist man genervt und dann ist man sauer und dann geht die ganze Stimme, wird eng und alles. Aber Probleme sind da, um gelöst zu werden. Und mein Tipp an dich heute ist, wenn du ein Problem hast und du merkst, deine Stimme wird schon wieder so, der Hals schwillt an, im wahrsten Sinn des Wortes, und die Stimme wird eng und fängt an, kreischig zu werden, beruhige dich, geh mit deiner Atemübung runter, atme in den tiefen Bauch und empfinde Dankbarkeit. Das klingt jetzt komisch im ersten Moment, aber guck mal, jedes Problem ist im Grunde eine Aufgabe für dich. Wie du dieses Problem löst, das ist deine Sache. Das erfordert dein Gehirn, das erfordert deine Kreativität, das erfordert einfach die Bereitschaft, etwas besser zu machen. Und diese Umstellung, diese geistige Umstellung, die man da vielleicht dann hat, hoffentlich, dass du ein Problem nicht als Berg ansiehst, der nicht zu bewältigen ist, sondern ein Problem da ist, um es zu bewältigen und du daran gehst mit viel Mut, mit Power, mit guten Gedanken, dann wird sich das in deiner Stimme niederschlagen und die Stimme wird auf einmal fröhlich werden, die wird hell werden, die wird offen sein, die hat Kraft, ohne zu schreien. Denn ein Problem ist ein ganz wichtiger Meilenstein in deinem Leben. Und wenn du sagst, hey, Problem, ist nett, dass du da bist. Ich hätte dich zwar jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber okay, da hat wohl irgendeinen Sinn. Freue ich mich, dass du hier bist. Und jetzt nehme ich dich an. Und dann wirst du sehen, wie du plötzlich an Probleme ganz anders rangehst. Du wirst nicht mehr kämpfen. Du wirst das Problem auch nicht mehr bekämpfen, sondern du suchst nach einer Lösung. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich gegen etwas kämpfe. Und wenn ich so ein Problem habe, auch stimmliches Problem haben viele Menschen, dann geh es an, geh es positiv an, versuche dahinter zu kommen, wie du es lösen kannst. Was ist der Ursprung dieses Problems? Warum kommt es gerade zu dir in dem Moment? Was hat es zu bedeuten? Geh es an, hab gute Laune, hab gutes Mindset und dann wird es plötzlich auch in deiner Stimme anders klingen. Du wirst dich freuen. Weißt du, es ist ja so, ich habe das schon öfter, glaube ich, ich kann es auch nicht oft genug sagen, in verschiedenen Videos gesagt, eine Stimme klingt fröhlich, wenn du in der Freude bist. Oder klingt gut, wenn du in der Freude bist. Egal, wo du das machst, wenn du in einem Meeting bist oder wenn du singst oder wenn du als Lehrer sprichst, wenn du dich ärgerst, wenn du eng bist, wird deine Stimme knarren oder sie wird ja laut sein oder fast sich überschlagen oder wie auch immer, sie wird immer einen unschönen Beiklang haben. Aber in der Freude kannst du das gar nicht. Eine Stimme, die sich, ein Mensch, der sich freut, wird eine Stimme haben, die Freude vermittelt. Und das wollen wir doch alle. Und wir sind ja dazu da auf der Welt, um Freude zu empfinden und nicht nur Probleme zu sehen. Sehe das Problem nicht als Problem, sondern als Herausforderung, als etwas, womit du dich arrangieren kannst, weil du es lösen kannst. Es gibt fast immer eine Lösung, außer wenn man sterben muss. Gut, das war jetzt ein Tipp in meiner Stimmwerkstatt. Im Großen und Ganzen kannst du dir Freude immer holen, indem du dir vorstellst, was dich freut. Wenn du gern am Meer bist, dann stell dir das Meer vor und du wirst dich sofort öffnen. Wenn du in den Bergen bist, dann wirst du dich dort öffnen, weil du siehst die Weite dieser Berge, du siehst, wie schön das alles ist. Das hol dir immer wieder, wenn du unten bist, wenn du gerade missmutig bist oder schlecht gelaunt bist, hol dir diese kleinen Fröhlichkeitstrigger in dein Leben und dann wird sich deine Stimme gleich um ein Level heben.
Ja, schreib mir dazu, was du machst, um dich wieder positiv zu stimmen, wenn etwas Negatives, vermeintlich Negatives in dein Leben tritt. Es ist immer eine Herausforderung. Sehe es nicht negativ an. Okay, es ist zu dir gekommen, damit du es löst. Du. Und deine Stimme wird es zeigen, wie du damit umgehst. Also, bis zum nächsten Video. Mach's gut.